Herzlich willkommen zur Biologie. Das sind unsere Themen. Als erstes werden wir anschauen, wie DNA- und RNA-Viren mit Einzelstrang- oder Doppelstrang-Genom zu den viralen Proteinen kommen. Jedes Virus muss, um sich vermehren zu können, Proteine herstellen. Sämtliche Viren kennen den lytischen Zyklus als Vermehrungsstrategie. Manche Viren jedoch haben zusätzlich noch den lysogenen Zyklus und wir werden sehen, wie dieser zweite Zyklus, diese zusätzliche Vermehrungsstrategie diesen Viren dabei hilft, noch erfolgreicher sich verbreiten zu können. Den Schlusspunkt setzen wir dann mit Influenza. Influenza führt zu Grippeerkrankungen, hat in der Vergangenheit bereits mehrfach global zu Pandemien geführt und hat auch das Potenzial, in Zukunft wieder Pandemien auszulösen. Wir werden verstehen, weshalb Influenza dieses Potenzial hat und weshalb Influenza in dieser Hinsicht auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Als Einstieg in die heutige Lektion wollen wir uns Gedanken machen, wie DNA- und RNA-Viren zu ihren viralen Proteinen kommen. Wir haben vor einer Woche gesehen, virale Proteine braucht es beispielsweise, um das Kapsid um die Nukleinsäure herum machen zu können. Virale Proteine können auch RNA-Polymerasen sein oder viele weitere Proteine, die das Virus mit seinem Genom kodieren muss und irgendwann in seinem Reproduktionszyklus auch die Gene ablesen muss, die auf dem Genom drauf sind, als Bauanleitung verwenden kann für die Proteinsynthese. Wenn wir also auf dieses Schema hier drauf gucken, führen da viele Pfeile von allen Himmelsrichtungen in die Mitte. Das Ziel, das wir zu erreichen haben, das wären hier die Proteine. Wir nähern uns der Fragestellung ausnahmsweise rückwärts. Das wäre also das Ziel. Da will das Virus hin. Es braucht virale Proteine, um seine Virions zusammenbauen zu können. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, dann haben wir hier die Messenger-RNA. Die wird in der Wirtszelle drin an den Ribosomen durch einen Prozess, den wir kennengelernt haben, der Translation heißt. Die Messenger-RNA wird abgelesen und entsprechend wird die Information, die da drauf ist, für die Proteinsynthese herangezogen. Jedes Virus, egal wie sein Genom genau ausschaut, muss irgendwann in seinem Vermehrungszyklus drin über das Stadium einzelsträngige RNA gehen mit einer Pluspolarität. Nur Einzelstrang-RNA mit Pluspolarität kann von den Ribosomen abgelesen werden und verwendet werden für die Proteinsynthese. Dieses Schema zeigt uns also, wie die verschiedenen Virustypen mit ihren unterschiedlichen Genomen zu dieser Messenger-RNA kommen, zu diesem Einzelstrang-RNA-Stadium mit positiver Polarität. Gleichzeitig, wenn wir da kurz zurückblenden, diese Grafik haben wir vor einer Woche kennengelernt. Wir haben da Einzelstrang-RNA-Viren mit positiver und negativer Polarität, Doppelstrang-RNA-Viren und die Retroviren. Ausgehend von einem Virion, das die Infektion macht, haben wir in der Mitte die Reproduktion, die Vermehrung des Genoms und bekommen dann hier zahlreiche Virions. Wenn wir auf dieses Schema drauf gucken, steht hier die Vermehrung des viralen Genoms im Zentrum. Dieses Schema erklärt nicht wahnsinnig gut, wie die viralen Proteine gebildet werden. Trotzdem, wenn wir die Augen etwas zusammenkneifen, dann können wir sehen, jeder Virustyp hier hat in seinem Vermehrungszyklus drin mindestens einmal ein Stadium, wo Einzelstrang-RNA mit Pluspolarität auftritt, die ist da jeweils in grün gehalten. Jedes Virus muss während seiner Replikation durch ein Einzelstrang-RNA-Stadium hindurchgehen mit Pluspolarität. In dem Stadium dann können die Gene abgelesen werden, für die Translation verwendet werden, für die Proteinsynthese. Wir können die Nummerierung von letzter Woche übernehmen.
Das wäre Fall 1 gewesen, Einzelstrang-RNA mit positiver Polarität. Fall 2, Einzelstrang-RNA mit negativer Polarität. Nummer 3, die Doppelstrang-RNA-Viren. Und Nummer 4, die Retroviren. Wenn man Einzelstrang-RNA mit positiver Polarität als Genom verwendet, dann ist dieses Genom direkt an den Ribosomen verwendbar. Diese genetische Information, die da drauf ist, die kann direkt für die Proteinsynthese verwendet werden. Da braucht das Virus also keine zusätzlichen Tricks mehr anzuwenden. Mit seinem Genom, Einzelstrang-RNA, positive Polarität, kann es direkt in die Biologie der Wirtszelle eintreten und dort die Maschinerie nutzen, welche die Wirtszelle auch für ihre eigene Proteinsynthese heranzieht. Beim Fall 2, Einzelstrang-RNA mit negativer Polarität, rot symbolisiert, geht das nicht. Die genetische Information ist zwar vorhanden, aber verkehrt herum, man könnte sagen als Spiegelbild. Und damit nun aus diesem Spiegelbild wieder das Bild wird, muss eine virale RNA-Polymerase diesen negativen Strang als Vorlage nehmen und komplementär dazu eine positive grüne Kopie erzeugen. Wir verwenden da dunkelgrün, um das zu markieren. Diese Form des Genoms kann nicht direkt für die Proteinsynthese herangezogen werden. Das Gleiche gilt auch für den Fall 3, den wir hier haben, Doppelstrang-RNA. Hier ist zwar ein Strang richtig herum mit grüner, positiver Polarität, aber es ist ein Doppelstrang. Die Ribosomen, welche die Translation machen, die können keine doppelsträngige RNA verarbeiten, die benötigen Einzelstrang-RNA. Daher muss das Virus auch eine eigene RNA-Polymerase mitbringen, den Doppelstrang-RNA-Zustand hier ablesen, Einzelstrang-RNA daraus machen, positive Polarität grün, damit dann das Virus zu seinen Proteinen kommt. Wir machen auch diesen Schritt hier dunkelgrün. Das Virus braucht eine Speziallösung, so wie hier hellgrün meint. Das Virus kann direkt die Infrastruktur der Wirtszelle benutzen. Fall 4, das sind die Retroviren. Die beginnen ihren Infektionszyklus mit einzelsträngiger RNA grün, positive Polarität. Das wäre an sich bereits das richtige Stadium, machen dann aber einen Schritt, der zurückgeht zur DNA, nehmen also die RNA als Vorlage, gehen zurück zur DNA. Dafür brauchen sie ein eigenes Enzym, ein virales Enzym, deshalb dunkelgrün. Jetzt, nachdem das Virus den Doppelstrang-DNA-Zustand erreicht hat, können diejenigen Enzyme verwendet werden, die auch die Zelle für die eigene Genexpression verwendet. Die Zelle verwendet selbst ja auch Doppelstrang-DNA, um ihre Gene zu kodieren. Daher ab dem Stadium kann nun der Weg genutzt werden, den auch die Zelle für sich nutzt. Wir haben uns in dieser Abbildung drin Gedanken gemacht, wie RNA-Viren letztlich zu ihren viralen Proteinen kommen und gesehen, mit 4 verschiedenen Genomtypen gibt es immer dieses Einzelstrang-RNA-Stadium mit positiver Polarität als Zwischenstufe. Das entspricht der Messenger-RNA, damit eben da die Ribosomen die Gene ablesen können, die Proteine machen können. Wenn wir da etwas nach unten gehen, haben wir eine zweite Abbildung, welche die Situation zeigt für die DNA-Viren. Mit denen haben wir uns nicht ganz so eingehend befasst. Die DNA-Viren besitzen, wie der Name sagt, DNA zur Speicherung der viralen genetischen Information. Das können
DNA-Moleküle sein, so wie wir sie kennen. Doppelstrang-DNA-Viren, das gibt es. Die verwenden, so wie menschliche Zellen oder Pflanzenzellen oder Bakterien, Doppelstrang-DNA, um eben ihre genetische Information zu kodieren. Dann gibt es auch DNA-Viren, die verwenden nur einen einzigen DNA-Strang. Das funktioniert. Wir wissen, ein DNA-Strang enthält die gesamte genetische Information. Der zweite Strang, der ist jeweils komplementär dazu. Das gilt für beide. Der jeweils andere mit der anderen Farbe, der ist komplementär. Im Grunde genommen würde ein Strang reichen und manche Viren nutzen genau dieses Prinzip. Wenn man nun mit solchen DNA-Genomen den Infektionszyklus beginnt, in die Wirtszelle reinkommt, dann steht das Virus vor der Herausforderung, dass es auch wieder Proteine machen möchte. Wiederum, wir beginnen die Sache von hinten zu betrachten. Das wäre das Ziel, da will das Virus hin. Es will neue Virions bauen und braucht dafür virale Proteine. Die bekommt es, wenn es an den Ribosomen die Proteinsynthese machen kann. Damit diese Ribosomen arbeiten können, benötigen sie genetische Informationen in Form von Messenger-RNA. Im Unterschied zu oben haben wir hier DNA als Vorlage. Mit dem oder diesen Molekülen beginnt der Infektionszyklus. Das Virus, wenn es nun Messenger-RNA haben will, braucht daher zwingend als Zwischenstufe das Doppelhelix-Stadium. Wir brauchen also doppelsträngige DNA. Das ist deshalb so, weil die Zellen, welche vom Virus befallen werden, ebenfalls ihre eigenen Gene in Form von doppelsträngiger DNA kodieren. Für das Virus hat das den Vorteil, wenn es auch über dieses Stadium geht, dann kann es zumindest ab diesem Stadium für den Rest des Weges die Maschinerie benutzen, welche auch die Wirtszelle für ihre eigenen Proteine verwendet, um hier die eigenen Proteine produzieren zu können. Unabhängig davon, mit was für einem DNA-Genom man den Infektionszyklus beginnt, das Virus muss hier in dem Falle zwingend über das Stadium Doppelstrang-DNA gehen, damit es dann sein Ziel, die Proteine, erreichen kann. Die Schritte, welche das Virus benötigt, um zu dem Doppelstrang-DNA-Stadium zu kommen, diese machen wir dunkelgrün. Das wäre also diese besondere Leistung, die das Virus erbringen muss, damit es dann sich einklinken kann in die Maschinerie der Wirtszelle. Wir haben uns letzte Woche und auch heute bereits einige Gedanken gemacht, wie Vermehrung bei Viren funktioniert. Wir wissen, aus einem Viruspartikel, das die Infektion macht, werden ganz viele neue Virions, ganz viele neue Viruspartikel entstehen. Diese Abbildung zeigt uns nochmals in der Übersicht, wie die Vermehrung der Viren abläuft. Wir haben auf der linken Seite den Mechanismus, den wir bereits kennen. Wir starten den Infektionszyklus hier oben. Da bindet ein Virion, ein Viruspartikel an die Wirtszelle. Die Wirtszelle, das ist das blaue Gebilde, in dem Fall eine Bakterienzelle mit einem ringförmigen Chromosom. Dann gelangt das virale Genom in die blaue Wirtszelle, übernimmt das Kommando. Wir kennen den Mechanismus, dass zunächst viele Kopien vom Genom erzeugt werden, dann werden die Gene abgelesen, es werden Virions zusammengebaut und am Schluss, wenn die Zelle gefüllt ist mit Virions, dann platzt sie und gibt den Inhalt frei. Die Virions gelangen in die Umwelt. Diese Form der Vermehrung, die wird von sämtlichen Viren durchlaufen. Wenn man ein Virus ist, dann
muss man diese Form der Vermehrung beherrschen. Da dürfen keine Fehler passieren. Das muss man können, wenn man ein Virus ist. Dieser Zyklus hat den Namen lytischer Zyklus bekommen. Der heißt deshalb so, weil zum Schluss, zumindest bei den Bakterien, die Zellen platzen. Der Fachausdruck dafür lautet lysieren. Und dieses Lysieren, diese Lyse der Zelle, das hat dem ganzen Zyklus den Namen gegeben. Links der lytische Zyklus, der wird von sämtlichen Viren durchlaufen, egal ob das Bakteriophagen sind, pflanzliche Viren, Viren bei Pilzen oder humane Viren bei uns Menschen. Manche Viren, nicht alle, aber manche Virusarten, die besitzen eine zweite Strategie der Vermehrung. Und diese zweite Strategie, die haben wir auf der rechten Seite dargestellt, die hat den Namen lysogener Zyklus bekommen und beginnt genau am selben Ort wie der lytische Zyklus. Der lysogene Zyklus beginnt auch damit, dass ein Virion, ein Viruspartikel, an die Wirtszelle bindet, das virale Genom in die Wirtszelle einbringt. Jetzt allerdings werden die Gene nicht abgelesen und neue Virions gebildet, sondern das virale Genom, diese DNA, wird stabil ins Wirtsgenom der Zelle integriert. In dem Falle wird das virale Genom in das Chromosom des Bakteriums eingebaut und wird damit zu einem Bestandteil des Bakterienchromosoms werden. Wenn das geschehen ist, wenn dieser Einbau stattgefunden hat, besteht das Virus jetzt nur noch aus einem Stück DNA. Das Virus ist also in dem Zustand reduziert auf seine genetische Information. Und jedes Mal, wenn sich die Wirtszelle teilt, zwei Tochterzellen entstehen, dann wird dieses pinkfarbene Stück, also das Virusgenom, mit repliziert, verdoppelt und an die beiden Tochterzellen weitergegeben. Das Virus verhält sich also jetzt stumm. Es tut der Zelle nichts, die Zelle nimmt keinen Schaden. Das ist bewusst so, denn nur eine Zelle, der es gut geht, eine solche Zelle kann sich teilen, kann Tochterzellen produzieren. Das ist ganz im Sinne des Virus. Mit jeder Tochterzelle, die entsteht, verdoppelt sich auch hier die Menge des viralen Genoms. Das Virus bekommt also hier neue Zellen mitinfiziert, gratis, indem es da einfach durch den Reproduktionsvorgang an die Tochterzellen weitergegeben wird. Die Tochterzellen, die können sich dann wieder teilen. Und nochmals, und wir haben dieses exponentielle Wachstum. Aus einer Zelle werden zwei, dann werden 4, 8, 16, 32, 64 und so weiter und so fort. Für das Virus kann das unter Umständen eine sehr effiziente Form sein, wenn es sich da vorübergehend still verhält und einfach die Wirtszelle sich vermehren lässt. Es wird dann automatisch weitergegeben an diese Folgegeneration. Wie bereits erwähnt, das können aber nicht alle Viren. Das ist beschränkt auf ganz bestimmte Virustypen. Also nicht jedes Virus besitzt einen solchen lysogenen Zyklus. Mit jeder Zellteilung wird hier die Menge des viralen Genoms verdoppelt, zumindest wenn wir exponentielles Wachstum haben. Das Virus liegt aber zu dem Zeitpunkt immer nur als Sammlung von pinkfarbenen Virusgenen vor. Früher oder später jedoch wird eine solche Wirtszelle in Schwierigkeiten geraten.
Der Organismus, in dem drin sich hier das Virus befindet, dieser Organismus wird früher oder später in seinem Leben bestimmten Stresssituationen ausgesetzt sein. Diese Stresssituationen, das können beispielsweise Nährstoffmangel sein, das kann UV-Licht sein, dass die Zelle stresst. Das können aber auch andere Krankheitserreger sein, welche bei diesem Bakterium oder bei diesem Säugetier oder bei dieser Pflanze zu Schäden führen, vielleicht sogar die Existenz dieses Lebewesens bedrohen. Mit anderen Worten, immer wenn der Wirtsorganismus in eine Stresssituation gerät, wäre es möglich, dass dieser Stress sich so weit verstärkt, so ausgeprägt wird, dass in der Folge davon der Wirtsorganismus zugrunde geht, dass er sterben würde, unabhängig von diesem Virus hier. Nun, das Virus, wenn der Organismus sterben würde aufgrund dieser Stresssituation, das Virus, das da drin enthalten ist im Genom, das würde natürlich auch zugrunde gehen. Das würde dann auch keine Zelle mehr haben, wo es drin existieren könnte. Und aus dem Grund kann das Virus feststellen, wenn es der Wirtszelle oder dem Wirtsorganismus nicht gut geht, wenn dieser Wirtsorganismus gestresst ist. In dem Moment, wo wir eine Stresssituation haben, wechselt das Virus aus dem lysogenen Zyklus zurück in den lytischen Zyklus. Wenn die Wirtszelle oder der Wirtsorganismus gestresst ist, potenziell sterben könnte, verlässt das Pathogen das sinkende Schiff, wechselt zurück in den lytischen Zyklus, beginnt jetzt also die Gene hier abzulesen, Proteine daraus zu machen, das Genom zu vermehren, es entstehen Virions und zum Schluss werden diese Virions dann freigesetzt. Vielleicht tötet das die Zelle ab. Sicherlich wird, wenn es der Zelle an sich schon nicht gut geht, wenn sie gestresst ist, zusätzlich jetzt noch diese Virusproduktion hinzukommt, wird das die Zelle sicher weiter stressen. Aber für das Virus ist das eine gute Lösung. Es kann dieser potenziell gefährlichen Situation entfliehen, macht noch schnell Nachkommen und vielleicht haben die dann Glück und können weitere Zellen, weitere Organismen infizieren. Wir wollen uns dazu ein Beispiel anschauen, das die meisten von euch wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung kennen. Es geht um Fieberbläschen, verursacht von dem Virus Herpes simplex Typ 1. Den haben wir hier. Dieses Virus kennt auch den lytischen und den lysogenen Zyklus. Die erste Infektion im Leben mit Herpes simplex Typ 1, die geschieht meistens sehr früh im Säuglingsalter über enge Bezugspersonen. Betroffen sind Schleimhautzellen im Mundbereich. Wenn diese erste Infektion stattfindet, wird das Virus Nervenzellen befallen. Diese Nervenzellen, die sind Bestandteil des Zentralnervensystems. Und in diesen Nervenzellen drin wird dann das Virus für den Rest des Lebens als ringförmiges DNA-Molekül überdauern. Wir haben also den Infektionsprozess und danach, früh im Leben, im Säuglingsalter, geht das Virus in den lysogenen Zyklus. Es verhält sich dann in der Regel still. Es ist dann nur noch ein DNA-Molekül in gewissen Nervenzellen des Zentralnervensystems. Ich zeichne mal so eine Nervenzelle, so ein Neuron, wie es auch genannt wird. Neuronen, Nervenzellen, die besitzen so eine Art Zellkörper. Dort ist der Hauptteil des Zytoplasmas. Dort haben wir auch den Zellkern, den Nukleus und Zellorganellen. Die sind jetzt hier nicht eingezeichnet. Ausgehend von diesem zentralen Bereich
gehen lange, dünne Fortsätze in den Körper hinaus, in dem Falle aus dem Zentralnervensystem hier in den Bereich der Haut um den Mundbereich herum. Diese langen, dünnen Fortsätze dienen dazu, Nervenimpulse in beiden Richtungen transportieren zu können. Und diese dünnen Fortsätze, die nennt man Axone. Wir haben also im Zentralnervensystem drin, im Gehirn in dem Falle, den Bereich hier und davon ausgehend, diese Axone, die gehen da bis in diese Hautpartie um die Lippen herum. Wir haben die erste Infektion im Säuglingsalter. Die Herpesviren gehen dann hier zum Zellkern und deponieren im Zellkern drin ein ringförmiges DNA-Molekül. In dem Zustand verbleibt nun das Virus für den Rest des Lebens im Körper. Wenn man also irgendwann im Leben schon mal Fieberbläschen gehabt hat, dann bleibt man für den Rest des Lebens infiziert. Vielleicht hat man Glück und diese Fieberbläschen kommen nur ganz selten. Bei manchen Personen im Laufe des Lebens kommen sie dann auch gar nicht mehr. In unserem Beispiel hier jedoch auf der linken Seite, diese Person hat gerade Fieberbläschen. Als Auslöser kommen verschiedene Formen von Stress in Frage. Der Name sagt es, Fieberbläschen. Ein Stressfaktor kann sein, dass eine andere Erkrankung stattgefunden hat. Vielleicht eine Erkältung, die mit Fieber einhergeht, daher der Name. Da war also zuvor ein anderes Virus. Dieses andere Virus hat das Immunsystem ganz schön herausgefordert. Das Immunsystem ist jetzt vielleicht etwas reduziert und diese Chance nutzt das Herpesvirus, um aus dem lysogenen Zyklus zurück in den lytischen Zyklus zu wechseln und diese Virions zu produzieren. Es kann aber auch sein, wenn man im Winter, wenn das Sonnenlicht nicht so intensiv ist, man in die Höhe geht, in die Berge zum Skifahren, dann ist man einer erhöhten UV-Strahlung ausgesetzt. UV-Strahlung kann diese Fieberbläschen ebenso auslösen. Oder auch psychischer Stress kann dazu führen, dass das Virus aus dem lysogenen Zyklus zurück in den lytischen Zyklus wechselt. Als Folge davon werden jetzt die Gene abgelesen, es werden die viralen Proteine gemacht, auch Kopien des Genoms werden erzeugt. Wir bekommen dann diese Virions, diese Partikel. Die gehen entlang der Axone dieser Zellfortsätze in die Peripherie des Körpers. In dem Falle wäre das eine Partie rund um den Mund herum. Und dort entstehen dann diese bekannten Symptome. Wir kriegen diese Bläschen, die enthalten eine Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit, die ist jetzt reich an solchen Virions. Also diese Flüssigkeit, die ist stark infektiös. Da müssen wir vorsichtig sein, wenn wir Fieberbläschen haben, dann kann man andere Personen infizieren. Man muss auch vorsichtig sein, es können andere Partien des eigenen Körpers infiziert werden. Insbesondere ein Risiko stellen die Augen dar, wenn man also Fieberbläschen hat und vielleicht mit den Fingern etwas Creme hier platziert, damit die Haut geschmeidig bleibt. Mit solchen Fingern darf man sich anschließend nicht in die Augen fassen. Das wäre sehr gefährlich. Dann können nämlich diese Virionen in die Augen gelangen. Die Hornhaut kann infiziert werden. Und das ist einerseits sehr schmerzhaft, andererseits kann das im ungünstigsten Falle auch zum Verlust des Augenlichtes führen. Man kann also erblinden, wenn die Augen mit Herpes simplex Typ 1 infiziert werden. Herpes simplex Typ 1 ist ein Beispiel für ein Virus gewesen, das sowohl einen lytischen Zyklus hat, der hier, und den mit einem lysogenen Zyklus kombiniert. Der lysogene Zyklus ist ein bisschen abgewandelt. Die Nervenzellen, die Neuronen in einem ausgewachsenen
hier drin, die vermehren sich nicht mehr. Diese Zellen können sich nicht mehr teilen. Das bedeutet, das Virus wird also hier nicht davon profitieren können, dass da neue Kopien von ihm in Tochterzellen entstehen werden. Das Virus kann aber insofern profitieren, indem es den Organismus einmal infizieren muss, ganz zu Beginn des Lebens. Anschließend dann die Möglichkeit hat, immer dann, wenn der Organismus eine etwas reduzierte Immunabwehr hat, die Chance nutzen zu können und zurückzugehen in den lytischen Zyklus, neue Virions zu produzieren. Wir wollen zum Schluss noch ein Beispiel für Viren kennenlernen, das sehr gut untersucht ist, das wir auch alle sehr gut kennen. Das ist Influenza. Influenza führt jährlich global zu Infektionswellen. Influenza ist auch ein sehr gut untersuchtes Virus, das sich anbietet, das bisher Gesagte ein bisschen zusammenfassen zu können. Influenza ist ein Virus, das bei uns auf der Nordhalbkugel der Erde jeweils in der kalten Jahreszeit auftritt, also im Herbst, Winter. Der Name Influenza, der stammt aus dem Italienischen und nimmt Bezug auf diese kalte Jahreszeit. Die Kälte ist jedoch nicht das, was uns krank macht, sondern man wird natürlich krank, wenn man sich mit Virions infiziert. Warum das Virus genau in der kalten Jahreszeit erfolgreicher ist als in der warmen, das wissen wir bis heute nicht mit abschließender Sicherheit. Möglicherweise begünstigt die tiefere Luftfeuchtigkeit im Herbst, Winter die Übertragung. Das ist eine Hypothese. Eine zweite besteht darin, dass bei tieferen Temperaturen die Virionen, nachdem sie ausgeschieden wurden, etwas länger in der Umwelt funktionsfähig bleiben, also infektiös bleiben. Das wäre eine Option. Wie gesagt, wir wissen nicht, was genau die Gründe sind, aber wir alle kennen das Phänomen, dass wir im Herbst, Winter an Influenza erkranken können. Nicht sämtliche grippeartigen Erkrankungen gehen immer auf Influenza zurück. Es gibt auch andere Viren, die ähnliche Symptome hervorrufen. Allerdings haben wir ziemlich gute Chancen, einmal pro Saison an Influenza zu erkranken. Wenn bei uns Sommer ist, auf der Nordhalbkugel, macht das Virus auf der Südhalbkugel der Erde die Runde. Wenn bei uns Sommer ist, dann ist auf der Südhalbkugel, also Australien, Südamerika, Winter. Dann ist das Virus dort unterwegs und wechselt dann pünktlich, wenn es bei uns wieder kühler wird, zurück auf die Nordhalbkugel. Das Virus springt also jährlich, macht so eine Art Migrationsbewegung, ganz ähnlich wie die Zugvögel das auch tun. Die Viren haben da eine ganz ähnliche Strategie in dem Falle für sich entdeckt. Influenzaviren sind erstaunlich simpel gebaut. Influenzaviren haben ein Einzelstrang-RNA-Genom mit negativer Polarität. Das wäre also der rote Strang, das wäre das Spiegelbild. Insgesamt haben wir 8 Gene in diesem Genom drin. Jedes dieser Gene sitzt auf einem eigenen RNA-Molekül in einem Virion drin, in einem Partikel drin, haben wir also 8 unterschiedliche RNA-Moleküle. Das sind diese 8 verschiedenen Gene. Diese 8 verschiedenen Gene, die kodieren für 10 Proteine, in der Summe also eine sehr überschaubare Anzahl Gene und auch eine sehr überschaubare Anzahl Proteine. Influenzaviren sind behüllt, das bedeutet, wir haben ganz außen eine Membran. Gleich darunter folgt das Kapsid, das ist die Proteinhülle, und im Inneren dann haben wir die 8 RNA-Moleküle, 8 verschiedene RNA-Moleküle. Diese 8 Moleküle entsprechen den 8 verschiedenen Genen. Für das Verständnis von Influenza sind 2 Proteine von großer Bedeutung, die auf der Oberfläche der Außenseite der Membran vorkommen. Einerseits ist das ein Rezeptorprotein, das hat den Namen Hämagglutinin bekommen. Der Name ist unglücklich. Hämagglutinin bedeutet so viel wie Häm, Blut. Agglutinieren,
zusammenkleben, als man noch nicht genau gewusst hat, was die Funktion von diesem Protein ist, hat man herausgefunden, dass wenn man dieses Protein zu roten Blutkörperchen gibt, dass dann diese Erythrozyten, diese roten Blutkörperchen miteinander verkleben. Und daher hat man dem Protein dann den Namen Hämagglutinin gegeben, ein Protein, das Blut zum Verklumpen bringt. Nun, im Labor kann man das tatsächlich so machen. Allerdings im Menschen drin hat das keine Wirkung oder keine Funktion. Dieses Hämagglutinin, dieses Protein, das ist ein Rezeptor. Der sitzt auf der Außenseite des Virions und erkennt bestimmte Zuckertypen, Zuckerreste, die bei uns auf der Außenseite der Schleimhautzellen vorkommen, die sich im Nasenrachenraum befinden, der oberen Atemwege. Über diese Zuckerreste auf den Zellen erkennt das Virion, dass es am richtigen Ort ist, bindet dann diese Zellen und infiziert sie. Das ist quasi der erste Schritt, der notwendig ist, um einen Infektionsprozess starten zu können. Mit Blut und Zusammenkleben hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist der Rezeptor der Zuckerreste auf den Schleimhautzellen des Mund- und Rachenraums erkennt. Die Abkürzung für Hämagglutinin ist der Großbuchstabe H. Wir erwähnen das deshalb, weil das zweite Oberflächenprotein, die Neuraminidase, wir lernen sie gleich kennen, die wird mit N abgekürzt. Und vielleicht habt ihr schon von diesen Kombinationen gehört, H3N5, H2N9. Damit werden verschiedene Influenza-Stämme bezeichnet. Über diese beiden Oberflächenproteine, Hämagglutinin und die Neuraminidase, kann man also verschiedene Influenza-Stämme, Virusstämme auseinanderhalten. Das zweite Protein, dunkelgrün, die Neuraminidase, die braucht das Virion bei der Freisetzung aus der Wirtszelle. In der Wirtszelle werden gerade zahlreiche Virions gebildet, diese hier. Die werden jetzt von der Zelle ausgeschleust und sollen dort benachbarte Zellen infizieren. Diese Virions, die gerade produziert wurden, die dürfen nicht die Zelle infizieren, aus der sie stammen. Dort ist das Virus ja bereits aktiv. Es sollen also die Nachbarzellen gewählt werden. Damit das geschieht, braucht es die Neuraminidase. Sie schneidet genau diese Zuckerreste weg auf der Zelle, aus der das Virion kommt. Die Zuckerreste werden weggeschnitten, welche der Rezeptor erkennt und benötigt, um die Zelle infizieren zu können. Bei der Freisetzung werden diese Zuckerreste weggeschnitten, die als Erkennungsmerkmal dienen, und dadurch, weil die dann weggeschnitten wurden, kann das Virion nicht gleich wieder in die Zelle zurückgehen, aus der es zuvor freigesetzt wurde. Für unser Immunsystem sind diese beiden Oberflächenproteine von sehr, sehr großer Bedeutung. Jedes Mal, wenn wir mit Influenza infiziert wurden, bildet unser Immunsystem Antikörper dagegen. Diese Oberflächenproteine, die bekommt unser Immunsystem zu sehen. Die dienen auch als Erkennungsmerkmal, wenn wir später wieder infiziert werden. Und wenn wir Antikörper dagegen haben, richten sich diese Antikörper gegen diese beiden hell- und dunkelgrünen Oberflächenproteine, Hämagglutinin und die Neuraminidase. Solche Strukturen, gegen die Antikörper gebildet werden, nennt man Antigene. Der Begriff Antigen ist etwas unglücklich, weil er nichts mit Genen und DNA zu tun hat. Antigene, das können irgendwelche Moleküle sein, Proteine oder Kohlenhydrate, also Zucker oder sonst irgendwelche Moleküle. Das Einzige, was entscheidend ist, gegen diese genannten Moleküle bildet das Immunsystem Antikörper. Und wenn das geschieht, wenn gegen irgendwelche Moleküle Antikörper gebildet wurden, dann nennt man diese Moleküle Antigene. Ein Antigen hat nichts zu tun mit DNA oder allenfalls RNA. Influenza
macht das nun sehr geschickt durch Mutationen, die laufend stattfinden, verändern sich diese Oberflächenproteine über die Jahre hinweg permanent. Wenn wir uns also im ersten Jahr mit Influenza infizieren, dann macht unser Körper Antikörper dagegen. Dann vergeht ein Jahr und in diesem Jahr hat Influenza die Zeit genutzt, um über einzelne Punktmutationen das Hämagglutinin und die Neuraminidase ganz, ganz leicht zu verändern. Wenn wir dann im Folgejahr mit diesem leicht veränderten Virus in Kontakt kommen, dann passen die Antikörper vom Vorjahr nicht mehr wahnsinnig gut. Sie passen noch zum Teil. Wir besitzen dann eine Teilimmunität. Das hat zur Folge, dass wir erneut erkranken. Allerdings ist diese Erkrankung in der Regel nicht besonders heftig, weil wir Teilimmunitäten aus oder von früheren Erkrankungen besitzen. Erkranken wir nicht sehr stark, aber weil es eben lediglich eine Teilimmunität ist, weil Influenza durch Mutationen von Jahr zu Jahr diese Proteine ganz leicht verändert, ist es eben kein vollständiger Schutz. Und aus dem Grund werden wir auch von Jahr zu Jahr aufs Neue krank. Dieses Phänomen nennt man Antigendrift. Driften kommt aus dem Englischen, das bedeutet so viel wie sich treiben lassen. Drift meint in dem Falle, wir haben eine permanente, allerdings auch nur leichte Veränderung in diesen Proteinen. Und das Immunsystem kann teilweise mithalten, teilweise aber auch nicht. Wir erkranken jedes Jahr aufs Neue, aber zum Glück nicht sehr stark. Der Grund für diese Antigendrift, diese Punktmutationen, das ist die RNA-Polymerase des Virus. Die RNA-Polymerasen, die sind in der Regel nicht so genau wie die DNA-Polymerasen, die wir in unseren Zellen haben. Weil sie eben nicht so genau sind, entstehen mehr Fehler, es entstehen mehr Mutationen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht nachteilig. Für das Virus jedoch hat es den Vorteil, dass dank diesen Mutationen sich eben unter anderem hier diese Oberflächenproteine immer ganz leicht verändern, ohne ihre Funktion zu verlieren. In der Folge dann können die Viren über die Zeit hinweg der Immunantwort jeweils teilweise ausweichen, so dass sie da eben Jahr für Jahr neue Infektionswellen auslösen können. Influenza hat jedoch auch das Potenzial, Pandemien auszulösen. Wir wissen das, weil Influenza in vergangenen Jahrzehnten das wiederholt getan hat. Die berühmte spanische Grippe, die zahlreiche Tote global gefordert hat, war, könnte man sagen, der Startschuss gewesen. Damals ist man auf Influenza aufmerksam geworden und seither gab es verschiedene globale Epidemien, die allerdings nicht mehr ganz so viele Todesfälle gefordert haben wie die erste Pandemie. Trotzdem, man hat sehr großen Respekt vor diesem Virus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Influenza erneut zu einer Pandemie führen wird. Der Grund dafür liegt darin, dass das Virus ursprünglich nicht beim Menschen entstanden ist, sondern die Hauptwirte, das sind Vögel. Insbesondere Wasservögel. Bei Vögeln kommen zahlreiche Influenza-Stämme vor, die bei uns Menschen nicht zirkulieren. Bei Vögeln haben wir eine viel, viel größere Vielfalt an Influenza-Stämmen. Relativ selten schafft es dann ein solcher Stamm von einem Vogel auf den Menschen überzuspringen. Und diese Situationen, die sind gefährlich, die sind auch gefürchtet, weil ein solcher Sprung von einem Wirt zum anderen, der könnte potenziell mit einer weiteren Pandemie einhergehen. Wir betrachten hier folgende Situation. Wir haben auf der einen Seite blau einen Influenza-Stamm, der bereits sehr gut an den Menschen angepasst ist.
Das bedeutet, er ist vor langer Zeit von den Vögeln auf den Menschen übergegangen. Es fand dann eine Selektion statt hin zu einer effizienten Vermehrung und Übertragung beim Menschen. Allerdings hat die menschliche Population jetzt global auch bereits eine Teilimmunität aufbauen können. Also dieses Virus ist zwar sehr lästig, es macht uns Jahr für Jahr krank, aber es ist nicht tödlich. Für den Worst Case brauchen wir jetzt zusätzlich einen Stamm, der von den Vögeln herkommt. Virusstämme, die von Vögeln kommen, nennt man auch aviäre Stämme. Aviär bedeutet so viel wie die Vögel betreffend. Also das wäre ein aviärer Influenza-Stamm, der kommt von irgendwelchen wildlebenden Vögeln oder von Nutztieren, Hühnern vielleicht, die sich dabei wilden Vögeln infiziert haben. Influenza hat die interessante Eigenschaft, dass es nicht nur Vögel und Menschen infizieren kann, sondern auch andere Säugetiere, wie zum Beispiel das Schwein. Es sind auch Fälle von Hauskatzen oder Leoparden belegt. In dem Fall ist aber das Schwein das kritische Tier. Wir können uns vorstellen, Schweine, die wir als Nutztiere halten, die haben, wenn auch ein kleines statistisches Risiko, aber zumindest es besteht, die Möglichkeit, sich beim Menschen zu infizieren. Die Landwirtinnen und Landwirte, die mit den Schweinen zu tun haben, die können krank sein, können also das Virus an das Schwein weitergeben. Und weil die Tiere vielleicht draußen sich auch aufhalten, können sie zur gleichen Zeit sich mit einem Vogelstamm infizieren. Aus dem Grund werden Schweine auch als Mischgefäße bezeichnet, weil in ihnen drin diese verschiedenen Stämme zusammenkommen können. Dann können neue Stämme entstehen, die Kombinationen von Blau und Grün, also von humanen und aviären Stämmen miteinander kombinieren. Hier unten sehen wir dann mögliche Resultate. Das Virus macht das sehr clever. Es hat sein Genom fragmentiert. Jedes Gen sitzt auf einem eigenen RNA-Molekül. Wenn also im Schwein drin, im Mischgefäß drin, jetzt diese Virions zusammengebaut werden, dann ist es sehr gut möglich, dass grüne und blaue Fragmente hier zu einer Kombination führen. Und da sind dann auch ganz viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten denkbar. Da gibt es dann Varianten, die für den Menschen kaum gefährlich sind. Es sind aber auch Kombinationen denkbar, die potenziell sehr gefährlich sind. Gefährlich deshalb, weil auf der einen Seite Gene und Funktionen vom humanen Stamm beigesteuert werden, die eine Vermehrung sehr effizient machen, eine Verbreitung von Mensch zu Mensch, die Übertragung sehr gut ermöglichen und gleichzeitig vom Vogelstamm her kommend haben wir sehr, sehr viele neue Eigenschaften, so dass das Immunsystem des Menschen global gesehen keine Teilimmunität dagegen besitzt. Der Mensch ist dann also mit einem Virus konfrontiert, das einerseits sehr aggressiv ist, sehr gut adaptiert bereits, sehr gut sich vermehren und verbreiten kann in uns drin, aber die Immunsysteme der einzelnen Personen hat noch nie Kontakt gehabt damit. Die Oberfläche hier ist ganz grün, also von den Vögeln herkommende Proteine und entsprechend haben wir keine Teilimmunität dagegen. Dieser Stamm, der könnte jetzt eine Pandemie auslösen. Einiges ist neu, anderes ist bereits bekannt, funktionsfähig und diese Mischung, die ist relativ gefährlich. Das, was wir jetzt da beschrieben haben, das findet man in der Literatur auch erklärt unter dem Begriff Antigen-Shift. Shift meint in dem Falle, wir haben eine sprunghafte Veränderung. Das Virus durch diese Neukombination ist jetzt also so komplett neu, dass es nicht erkannt werden kann vom Immunsystem und daher ein sehr großes Gefahrenpotenzial mit sich bringt. Die Antigen-Drift, das haben wir zuerst gesehen, die ist zwar lästig, die führt jedes Jahr zu neuen Wellen.
wirklich gefährlich und das Risiko für eine Pandemie in sich tragend. Das wäre die Antigen-Shift hier. Das findet nicht jedes Jahr statt, aber mit einer gewissen Frequenz, mit einer gewissen Häufigkeit, vielleicht alle 10, 15, 20 Jahre, müssen wir damit rechnen, dass wir da einen solchen Effekt haben. Wir haben es fast geschafft. Was jetzt noch kommt, das dauert ziemlich lange, heißt Ferien. Ich wünsche ganz eine gute Erholung. Geniessen. Tschüss zusammen.